Hallo und willkommen auf diesem Videoformat. Ich bin heute in Oberösterreich unterwegs und ihr dürft mal raten, was das hier für ein Bach ist im Vordergrund. Ja, Section Hiking ist angesagt. Ich habe mir eine Etappe vom Donausteig rausgesucht und zwar die Nummer S3, also südseitig verlaufend. Ich starte hier von Engelhardtszell und werde dann ca. 20 Kilometer wandern und dann bivakieren. Ja, dies soll natürlich auch ein Rucksackvergleich werden. Ich habe hier einen Trekkingrucksack mit dabei am Start und ich werde den mal wiegen. Sorry für die wackeligen Bilder, ich muss hier die Kofferwaage befestigen. Hoffentlich. Also circa 20 Kilogramm. Und hier kommt natürlich die Kamera noch rein, mit der ich aktuell filme, und das Mini-Stativ. Und ich habe Startgewicht von knapp über 20 Kilogramm. Da drüben, da arbeiten zwei Motorsägen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera hören könnt. Ich denke, die verfolgen mich tatsächlich überall hin. Und hier oben hat es eine schöne historische Schlossanlage. Alarm! Schiffslärm im Hintergrund. Das bedeutet, ich bin wieder bei der Donau. Ja, der Trail ging hier nur ganz kurz den Hang hinauf und ich habe hier nun beschlossen, Rast einzulegen. Hier im Vordergrund seht ihr den Testkandidaten in voller Pracht. Also, das ist ein Deuter Air Contact 65 plus 10 mit einem Variflex Tragesystem. Also, ich besitze den erst seit gestern. Das war ein Spontankauf. Ist ein gebrauchtes Gerät, das ich um 70 Euro erstanden habe. Und ich habe den gestern am Abend erst abgeholt, mit einem Verwandtschaftsbesuch verbunden. Ja, ich kam auch erst nach 22 Uhr nach Hause. Was soll's. Hier unten im Tal, da rauscht ein Bach. Ich kann ihn zwar nicht sehen, aber hören. Und ich bewege mich hier diesen Pfad entlang, der Sonne entging. Die blinzelt mir ins Gesicht. Ja, ich muss sagen, ich bin hier relativ begeistert von diesem Trail. Die Wegführung war bis jetzt einmalig. Und es macht Spaß hier zu wandern, obwohl das primär als Rucksacktest angedacht war. Autsch! Da muss ich hoch. Wie ihr sehen könnt, ich habe noch nicht mal die 10 Kilometer geschafft. Ja, ich komme eher langsam voran und der Nachmittag ist durchaus schon fortgeschritten. Ja, schauen wir mal, wie weit ich komme. Und ich muss hier hochstapfen. Und da oben sind Holzfällarbeiten im Gange. Die Waldarbeiten, die sind da vorne noch immer im Gange. Und ein freundlicher Waldbesitzer hat mich hier vorbei gewunken. Ja, der Borkenkäfer wütet leider auch hier.
Und da sind natürlich massive Fällungsarbeiten erforderlich und im Gange. Ja, die 200-300 Meter Querfeldein durch den Wald bergauf, die hängen sich an, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da merkt man wirklich, dass man 20 Kilo im Rücken hat, keine Frage. Und da tut eine Teepause hier echt gut. Ja, es ist bereits 4:10 und ich habe hier noch nicht mal 14 Kilometer auf dem Tacho sozusagen. Ja, das mit den 20 Kilometern, ich fürchte, da habe ich mir etwas viel vorgenommen, weil ich habe heute nur mehr 1,5 Stunden Tageslicht übrig und das wird sehr, sehr sportlich. Also schauen wir mal, wie viel es werden, aber ich muss zumindest da wieder hoch. Ja, 4:30 vorbei und ich habe noch beinahe 3 Kilometer offen. Wie täte da ein Bär sagen? Es pressiert wie Sau und hier pfeift echt ein kalter Wind rein. Also ich brauche heute unbedingt eine windgeschützte Schlafstelle. Ich habe gerade mal 18 Kilometer voll. Es ist bereits nach 17 Uhr. Ich sehe sowieso nichts mehr und habe beschlossen, ich mache die 20 auf alle Fälle noch voll. Ganz egal, wie lange es jetzt noch dauert. Und ich habe sowieso einen Biwaksack dabei. Ich werde mir dann irgendeine Schlafstelle suchen im Wald und hoffen, dass es nicht allzu windig ist dort. Guten Morgen. Hier die Statistik vom gestrigen Tag. Über 22 Kilometer und dabei ca. 770 Meter im Anstieg. Wobei bei den 22,55 ca. 400-500 Meter vom Parkplatz bis zum Trailhead dabei sind, aber nichtsdestotrotz, da habe ich diesen Rucksack hier auch getragen. Ja, apropos Rucksack, wie hat sich dieser gemacht oder wie bin ich damit zurechtgekommen? Also, er trägt sich gut, keine Frage. Ich hatte gestern Abend leichtes Ziehen an den Schultern und ich habe auch die Hüftknochen durchaus bemerkt, also eher die Oberkante der Hüftknochen, aber bei dieser Streckenlänge und vor allem bei diesem Gewicht ist das ganz normal. Also gibt es im Prinzip keine wirklichen Beschwerden. Ja, dahinter mein Tarp, das habe ich aber nicht benutzt. Hier ist es ziemlich uneben und ich liege hier im Biwaksack vor dem Tarp. Hier blick runter ins Donautal und ja, da vorne hat es leider ein Haus. Das habe ich gestern nicht wirklich bemerkt, das war auch nicht beleuchtet und ja, der Abstand ist tatsächlich zu gering. Ich hoffe, die haben keinen Hund, sonst habe ich wirklich ein Problem heute. Ja, hier schlängelt sich die Donau durch, da unten. Das ist die berühmte Schlögener Schlinge. Ja, hier an dieser Außentasche, da habe ich noch irgendwo 2 Liter Wasser und ich werde mir jetzt den Frühstück zubereiten. Ja, dieser Brenner hier hat Flüssiggaseinspeisung mit umgedrehter Kartusche und das herrliche Wetter soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass es hier ziemlich zapfig ist. Also
mein Atem kondensiert sofort beim Ausatmen. Vielleicht ein kurzer Überblick über meine Biwak-Ausrüstung. Wie man sieht, militärischer Biwaksack, 3 Jahreszeiten Kunstfaserschlafsack, eine aufblasbare ISO, meine bewährte Unterlagsplane und im Hintergrund das Tab, das ich dieses Mal eigentlich nicht benötigt habe. Ein letzter Blick darunter auf die Schlögener Schlinge und hier im Wald ist mein Rucksack abmarschbereit. Es ist schon 9:30 Uhr, ich muss sagen, allerhöchste Eisenbahn und da oben ist vorhin ein Spaziergeher mit großem Hund gegangen und ich denke, der hat mich bemerkt, aber nichts gesagt. Ja, ich breche jetzt auf Richtung Engelhardszell. Hier hat es ein kleines Bächlein, eins der wenigen auf diesem Trail. Und ich fülle hier die Wasserblase und dann checken wir mal das Gewicht vom Rucksack, wie weit wir entfernt sind von den obligatorischen 20 Kilogramm. Hier ist die Kofferwaage, die werde ich hier mal dran pfriemen und machen wir mal die Wiegeprobe. Aber ich fürchte, mit einer Hand, das ist derartig. 19,5. Puh. Also ich habe die Wasserblase, die zweite, noch mit einem circa 0,5 Liter befüllt. Und die Kamera, die ich hier in der Hand halte, und das Mini-Stativ, das hat auch circa knapp über 400 Gramm. Also wir sind auf circa 20 Kilogramm Startgewicht heute. Herrlich, das Donautal hier. Ja, Freunde, hier sind umfangreiche Fellarbeiten im Gange. Da fuhren gestern 2 Traktoren und eine große Forstmaschine war am Arbeiten. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da hängt ein Ast von dieser Buche gefährlich über dem Weg und selbst wenn die Forstarbeiter den Wald bereits verlassen haben. Also, wenn es so windet wie jetzt, da ist brandgefährlich in solchen Schlägerungsgebieten. Also, nicht nur die Äste, die irgendwo auf den Bäumen hängen, hängen die abgebrochenen, sondern da knickt der Wind, bevorzugt auch gern die Bäume. Und solche Gebiete sind zu meiden fürs Biwakieren, selbstverständlich. Ich muss da hoch und habe nicht mehr weit bis zu einer Asphaltstraße. Dann geht's ans Kilometerschruppen. Wie ihr vielleicht wisst, besteht Oberösterreich aus 4 Vierteln und hier Richtung Westen mit Grenze an Deutschland das Innviertel, Richtung Norden drüber der Donau das Müllviertel mit Grenze an Tschechien, ja, Richtung Osten oder Südosten das Traunviertel. Und mittendrin das wunderbare Hausruckviertel. Herrlich hier die Aussicht. Ich habe hier Rast eingelegt, um mir Wasser für einen Tee zu kochen. Ja, die Thermos ist leider gerade leer geworden und ich habe heute ungewöhnlich viel Durst. Ja, das ist das Übrige vom Wasserbeutel, vom Ballastwasser. Der zweite ist schon komplett leer und ich werde gegen Ende der Tour wahrscheinlich unter die obligatorische 20 Kilo
Testgewichtmarke fallen, aber was soll's. Da gebe ich einfach mein Wohlbefinden vor. Ja Leute, ich bin am Ausgangspunkt meiner Tour angelangt. Oberhalb ist das Ortsschild, wo ich gestern gestartet bin. Ja, es ist leider dunkel geworden. Wieder einmal. Obwohl ich den letzten Anstieg ausgelassen habe, aber trotzdem. Ja, 21 Kilometer sind es geworden. Und 515 Meter im Aufstieg, also da machen sich die fehlenden 100, 120 Höhenmeter bemerkbar, die ich umgangen bin. Sorry Leute für die Umstände hier, ich bin direkt neben der Bundesstraße und stehe unter einer Straßenlaterne. Ja, Eignung dieses Trekkingrucksacks zum Trekking natürlich top, also der ist super, Tragesystem, das verträgt die 20 Kilo. Der Träger hatte Mühe mit den 20 Kilometern, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Hüftgurt, der nimmt einiges an Last auf. Das merkt man natürlich sofort, wenn man den Riemen hier aufmacht. Und der ist einer der besten an 60 Liter Rucksäcken, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Also der ist hier in der Mitte drehbar gelagert und beim Gehen, der gleicht der die Beckenbewegungen etwas aus und der Packsack, der steht absolut aufrecht und macht diese Bewegungen nicht mit. Also das Ganze ist top, keine Frage. Das verträgt vielleicht auch noch 2-3 Kilo mehr, aber mit jedem Kilo mehr wird es unbequemer und ja, ich würde mal sagen, ab so 24, 25 wird es wohl richtig unbequem werden, weil da wird das Tragesystem schon langsam an seine Grenzen stoßen. Natürlich umgekehrt, je weniger man einpackt, desto bequemer und desto leichter wird man den tragen. Ja, ich hatte den Rücken so eingestellt, dass immer ein Spalt ist zwischen Packsack und Rücken. Und ich hatte auch keine Probleme mit Schweiß oder kalten Rücken oder sonst irgendwas. Das ist super. Gestern in der Früh habe ich mir eingebildet, das pendelt etwas zum Rücken hin, aber das Gefühl hatte ich heute nicht. Ja, diese eine Schließe, die ging ein paar Mal einseitig auf, besonders heute früh. Und ich habe dann, ja, die Schließe oder die Schnalle vom Hosengürtel etwas verschoben, dann war es weitaus besser. Aber ich kenne das Problem von meinen anderen Rucksäcken, also da hört man auch ab und an einen lauten Knack. Ja, die Hüftflosse, die rutschte ab und an mal runter von der Hüfte. Das kann schon mal vorkommen, zumindest bei mir, wenn man am Bauchumfang mehr misst als am Hüftumfang. Ja, zu den Materialien, die können 20 Kilo handeln, also das ist kein Problem. Die sind echt robust. Ob man die vielen Features, die dieser Rucksack bietet, überhaupt braucht, ja, das muss man jeder für sich wohl entscheiden, also. Aber der bietet einiges und ja, würde ich dem zum Bushcraften empfehlen. Also robust genug ist der. Und dem Rucksack wird es egal sein, wie viel Kilo man da reinfriemt oder was man reinfriemt. Und die Eignung als Bushcraft-Rucksack von meiner Seite hat er die. Aber das muss jeder eben auch für sich selbst entscheiden, ob er mit so einem modernen Teil überhaupt zum Bushcraften gehen will oder ob er da was Traditionelleres bevorzugt. Zum Schluss bleibt mir nur noch mein Appell. Geht's raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. Testet euer Gear, denn diese Videoplattform ist auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus, bis zum nächsten Mal.